Ein Selfie mit Nico Rosberg. Die Fans feiern den WM-Zweiten der Formel 1. Die Jahresabschlussfeier von Mercedes in Stuttgart. Für Rosberg das versöhnliche Ende einer Saison, die für ihn nicht das erhoffte Happy End gebracht hat. Es war schwierig zu verdauen, ja, aber dann glücklicherweise habe ich es dann relativ schnell geschafft und hab wieder positive Einstellungen gefunden. Habe anerkennen können, dass mein Teamkollege das auch verdient, ja, hat einen super Job gemacht und war auch happy für mein Team, ja, weil für die war es ein sensationelles Jahr. Alle haben sich total gefreut und das war auch schön, das zu sehen, ja, weil die arbeiten so hart alle. Zusammen mit Weltmeister Lewis Hamilton hatte Nico Rosberg für Mercedes die Konstrukteurs-WM gewonnen. Es ist ihre Party mit 50.000 Gästen. Der Platz vor der Konzernzentrale wurde zu einer Rennstrecke umfunktioniert, sodass es die beiden Silberpfeilpiloten noch einmal richtig krachen lassen können. Pirouetten fürs Publikum vor dem verdienten Weihnachtsurlaub. In der nächsten Saison soll es dann so erfolgreich weitergehen. Zwei Titel sind zu verteidigen. Es ist sehr leicht, sich nach so einer gewonnenen Weltmeisterschaft zurückzulehnen, ein Hochgefühl zu bekommen, sich mächtig zu fühlen, wie der Führende. Das sollten wir nicht tun. Wir fangen wieder an und wollen erneut dahin kommen, wo wir jetzt sind. Hamilton will sich noch vor Weihnachten mit den Verantwortlichen an einen Tisch setzen, um über eine Vertragsverlängerung zu reden. Nico Rosberg hat bereits einen neuen Kontrakt unterschrieben. Bis 2017 will der geborene Wiesbadener für das dominierende Team des Jahres weiterfahren. Er geht bereits in seine sechste Mercedes-Saison mit noch mehr Ehrgeiz, Biss und einer Kampfansage. Das ist auch eine ganz tolle Herausforderung, ja, nochmal das bisschen mehr zu finden, weil es war so eng zwischen uns. Ja. Ich muss nur ein ganz kleines Quäntchen finden und dann drehe ich das meine Richtung. Und das werde ich jetzt suchen. Rosberg zählt nun zu den 6 deutschen Vize-Weltmeistern der Formel 1. Ein Trost ist das nicht. Der 29-Jährige will mehr. Endlich den WM-Titel wie sein Vater Keke Rosberg 1982.